zusammen. Ich möchte euch in dem Video heute ein kleines Mail-Experiment zeigen. Ich werde auf Facebook, auf Instagram oder auf meinem Blog immer wieder gefragt, wie kann ich das eine oder das andere Mehl in dem Low-Carb-Rezept denn ersetzen. Es ist nicht immer ganz so einfach, denn die verschiedenen Low-Carb-Mehle, die wir in den Rezepten verwenden, sind ja so gesehen schon ein Ersatz. Wir haben hier zum Beispiel ein normales Bio-Dinkel-Vollkornmehl. Wir haben ein entöltes bzw. teilentöltes Bio-Mandelmehl, die dazugehörigen passenden gemahlenen Mandeln, ganz normal, eben nicht entölt. Und wir haben noch ein helles Bio-Kokosmehl. Die Frage danach, wie ein Mandelmehl zum Beispiel, dadurch, dass es eben im Einkauf als Rohstoff sehr, sehr teuer ist, in einem Rezept ersetzt werden kann, ist eben nicht immer ganz so einfach. Es kommt auf das Rezept drauf an. Also in manchen Rezepten kann man sicherlich das Mandelmehl teilweise zum Beispiel mit gemahlenen Mandeln auch nochmal mischen und so sozusagen ein bisschen strecken oder auch zu 100% durch gemahlene Mandeln ersetzen. Das funktioniert aber nicht in jedem Rezept. Genauso kann man Kokosmehl eigentlich auch nicht 1:1 mit Mandelmehl ersetzen, weil die Konsistenz, die Bindefähigkeit, das Verhalten in Verbindung mit Wasser oder Eiern beim Backen eben ein anderes ist als beim Mandelmehl zum Beispiel. Ich möchte euch das heute anhand von einem kleinen Beispiel zeigen. Und zwar werde ich in diese vier Mehle bzw. in die drei Mehle und die gemahlenen Mandeln eben einen Esslöffel Wasser reingeben. Wir haben hier in den Schalen auch ungefähr immer einen Esslöffel Mehl. Und wir schauen uns einfach mal an, wie das Mehl, wie die Mandeln, wie das Kokosmehl und das normale Dinkelmehl eben auf Wasser reagiert, wie die Bindefähigkeit ist. Und da werdet ihr dann sehr schnell ein Gefühl dafür bekommen, wieso man eben nicht Mandelmehl jetzt zum Beispiel 1:1 mit Kokosmehl ersetzen kann. Also ich würde sagen, wir fangen mal hier mit dem Dinkelmehl an. Ich gebe da einfach mal einen Löffel Wasser rein. Und wir sehen also schon sehr, sehr schnell, das Ganze verklumpt sehr, sehr gut. Das ist durch den Kleber, durch das Gluten, das im Mehl enthalten ist, können wir sehr schnell da auch mit der Hand jetzt reingehen. Das Wasser bindet sich super mit dem Mehl. Wir können das Ganze schon formen. Das hat einen sehr, sehr guten Zusammenhalt. Wir könnten das jetzt rollen. Wir können das in die Pfanne legen zum Ausbacken. Wir können das in den Backofen schieben. Wir können das nach Belieben formen. Da reicht schon sehr, sehr wenig Wasser, um hier das Mehl ja, doch sehr ordentlich zu binden. Ich denke mal, so kennt das jeder, auch mit einem normalen Weizenmehl zum Beispiel, wenn man ein Plätzchen backen isst. Da bekommt man eigentlich nicht so Probleme mit der Konsistenz vom Teig. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns dazu mal das Mandelmehl an. Auch zum Mandelmehl gebe ich erstmal wieder einen Esslöffel Wasser. Und man merkt hier auch schon sehr, sehr schnell, dass das Ganze anfängt zu klumpen, auch schon mit sehr, sehr wenig Wasser. Mandelmehl hat im Vergleich zu normalem Mehl, ja, also nimmt das Wasser noch mehr auf, bindet das Wasser noch schneller. Das heißt, wir brauchen hier nicht mal zwei oder anderthalb oder zwei Esslöffel Wasser wie beim normalen Dinkelmehl. Was man aber ziemlich schnell sieht, die ganze Masse hat nicht so einen Zusammenhalt. Also ich kann mir hier zwar Mühe geben und das alles ein bisschen zermanschen, zerdrücken und hier dann auch mal ein bisschen mit der Hand rangehen und das Ganze formen. Das funktioniert aber auch schon sehr, sehr, sehr gut, ist aber ein bisschen spröder, ein bisschen brüchiger. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man hier auch noch gut mit formen kann. Allerdings wäre es natürlich ein bisschen besser, hier jetzt noch, wenn man einen Teig herstellt, zum Beispiel ein Ei oder sowas dazu zu geben. Man muss beim Mandelmehl einfach immer darauf achten, im Vergleich zu Normalmehl, dass ein bisschen mehr Flüssigkeiten dabei ist, weil es das Wasser eben noch etwas mehr aufnimmt. Es ist auf jeden Fall brüchiger, spröder, kann aber trotzdem, würde ich sagen, relativ gut verarbeitet werden.
So, dann kommen wir als nächstes zum Kokosmehl. Ich würde euch gerne zuerst das Kokosmehl zeigen und später die gemahlenen Mandeln, obwohl das jetzt thematisch zum Mandelmehl passender wäre. Warum möchte ich euch das Kokosmehl zuerst zeigen? Kokosmehl und Mandelmehl sind eigentlich so im Low-Carb-Bereich die am häufigsten eingesetzten Mehlersätze. Und ich werde eben sehr, sehr häufig gefragt, ob man das teure Mandelmehl zum Beispiel 1:1 mit dem Kokosmehl ersetzen kann. Die Antwort ist ganz klar, nein, geht nicht. Warum, das werden wir jetzt gleich sehen. Wir haben gesehen, beim Mandelmehl reicht zum Beispiel ein Esslöffel Wasser, um das Ganze eben formbar zu machen. Beim Kokosmehl probieren wir das jetzt auch mal. So, da ist hier jetzt schon mal ein Esslöffel Wasser drin. Das Wasser ist jetzt schon mehr oder weniger verschwunden. Das Ganze bildet ein paar kleine Klumpen. Aber das Ganze ist immer noch, damit kann man nicht formen. Das geht nicht. Wenn ich hier versuche, mit dem Finger reinzugehen und ein bisschen was zusammenzudrücken, keine Chance, hier irgendwie was Zusammenhängendes aus dem Mehl rauszukriegen. Wir müssen hier erstmal deutlich mehr Wasser hinzugeben. Mit dem zweiten Esslöffel Wasser drin. Das Ganze jetzt mal mit ein bisschen Druck wieder versuchen, zu einem zusammenhängenden Klumpen zu formen, ist aber immer noch nicht möglich. Das heißt, wir geben noch mehr Wasser dazu. So und so. Ja. Mit großem Druck kriegt man eine zusammenhängende Masse hin, aber ihr seht sehr schnell, sobald ich hier anfange, das Ganze jetzt zu drücken, ich merke das direkt auch in den Fingern. Es ist nass und feucht, also richtig nass und feucht. Und ich habe hier keine Chance, irgendwas aus diesen Bröseln herzustellen. Ja, also ich müsste jetzt hier noch mehr Wasser dazugeben, ich müsste noch zusätzliche Eier dazugeben oder andere Bindemittel, um hieraus eben einen formbaren Teig herstellen zu können. Das ist auch schon der Grund, wieso ich Kokosmehl eben nicht mit Mandelmehl ersetzen kann und andersrum eben auch nicht. Kokosmehl benutzen wir eigentlich meistens eher dazu, um irgendwie ein anderes Mehl, um in andere Mehl beizumischen. Ja, oder für den Geschmack. So, ich putze mir mal kurz die Hände. Zum Vergleich holen wir uns nochmal den Klumpen vom Mandelmehl. Das Ganze ist jetzt auch schon ein bisschen gestanden und nochmal leicht gequollen und noch ein bisschen fester geworden. Ich tue hier jetzt auch erstmal einen Esslöffel Wasser rein. Ich vermenge das Ganze bleibt super feucht, das sehen wir direkt. Matschig, das Wasser wird nicht so schön aufgenommen wie beim entölten Mandelmehl. Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier sinnvoll ist, überhaupt noch mehr Wasser reinzutun. Also ihr seht schon, das Ganze ist klebrig und matschig, ohne einen Zusammenhalt. Ich hätte auch keine Chance, das jetzt hier irgendwie auszustreichen. Was will ich euch damit zeigen? Gemahlene Mandeln sind kein 1:1 Ersatz für Mandelmehl. Dadurch, dass es sich mit dem Wasser eben auch ganz, ganz anders verhält. Das Mandelmehl es ist möglich, dass man das Mandelmehl mit gemahlenen Mandeln eben etwas streckt. Aber das kommt auch wieder auf das Rezept an. So, hier haben wir nochmal alle. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen zeigen, wie die verschiedenen Mehle sich in Verbindung mit Wasser beim Backen oder in Soßen oder in anderen Gerichten eben verhalten und wieso man die Mehle eben nicht einfach 1:1 als Ersatz für ein anderes benutzen kann. Klar, es gibt noch weitere Mehle, auch im Low-Carb-Bereich Mehlersatzstoffe, Guarkernmehl, Leinsamenmehl oder Flohsamenschalenmehl. Wenn ihr dazu auch noch ein Video wollt, dann lasst mir einfach einen Kommentar unter dem Video. Und wenn euch sonst noch was einfällt, wenn ihr trotzdem weitere Fragen dazu habt, lasst es einfach in den Kommentaren. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.